Hallo ihr Lieben, hier ist eure Yonanda und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge Yonanda TV. Schön, dass du wieder da bist, hier bist und bei mir bist, und an alle die, die neu sind, sage ich einmal herzlich willkommen in unserer gar zauberhaften Community, in unserer lockeren Runde. Ja, ich will mal eine allgemeine Legung reingeben, ohne festes Thema. Ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt. Gut, das weiß ich ja sowieso nie, aber ich will einfach mal gucken, was für Karten rausspringen, und habe mal die Raben mit dabei. Und ich erinnere dich daran, es ist eine allgemeine Legung, die du in deiner Eigenverantwortung schaust. Das heißt, die Energie, die jetzt gleich hier auf dem Tisch liegt, die kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Wenn du in Resonanz gehst, dann wirst du das spüren. Und wenn eine Legung dich verwirrt oder traurig macht oder in irgendeiner Art und Weise unglücklich macht, dann bitte beende das Video, denn das ist ganz gewiss nicht meine Absicht. Sei dir aber immer bewusst, eine Kartenlegung kann etwas mit dir machen. Sie kann dir Hoffnung schenken, sie kann dir aber auch eine Hoffnung zerstören. Es ist nur eine allgemeine Grundenergie und die Karten sind ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ja, man kann es ja gar nicht oft genug sagen, ne? Und ich sage es aber immer wieder, ne, damit ihr das bloß nie vergesst. Ja, persönliche Legungen bei mir sind nicht möglich, ebenso wenig das Beantworten von E-Mails und Anfragen, weil es einfach zu viele sind nach wie vor. Und deswegen lasse ich auch das hier immer mal wieder durchblicken. Ich kann leider keine persönlichen Beratungen anbieten. Ja, aber ich bin ja trotzdem da, ne? Und ich meine, das ist ja auch was. Das ist ja auch was und es ist ja besser als nichts. Und ich freue mich natürlich total, dass so viele liebe Menschen mit meinen Kartenlegungen in Resonanz gehen. Upsa, was war denn das jetzt? Jesus, Mutter Anna. Und ja, auch so krasse Ergebnisse dann vorweisen. Ne? Also unglaubliche Nachrichten ereilen mich manchmal in den Kommentaren. Und die letzte Legung, da stand ja im Titel, er braucht dich. Ne? Und da schrieb mir wirklich jemand in den Kommentaren, dein Video lief 2 Minuten, als die Nachricht kam, ich brauche dich. Also sowas ist dann natürlich echt ein Träumchen, gell? Das ist dann natürlich ein Volltreffer. Und über sowas freue ich mich immer. Ne? Ja, ist ja auch so ein bisschen wie beim Lotto spielen. Ne? Aber der Vorteil ist, man kann jetzt hier gucken, ob man den Gewinn haben will. Ne? Also wie euer Weg weitergeht, das entscheidet natürlich ihr selbst. Ne? Und ja, es geht ja meistens um die Liebe. Und da bitte ich jetzt auch die lichte geistige Welt, hier mir mal ein paar Kärtchen durchzugeben. Ne? Ich bitte darum, dass mir mal so 2, 3 Karten als Überschrift rausspringen, worum es hier eigentlich geht. Ob es überhaupt um die Liebe geht, wir wissen es noch nicht. Ne? Und tja, inwieweit ihr mit einer Kartenlegung mitgeht oder ja, vielleicht auch überhaupt noch Bock habt, auf jemanden da irgendwie zu warten, ne? Wobei ja warten so ein Unwort ist, weil ihr sollt ja nicht warten, ihr sollt ja leben. Dankeschön. Aha, da haben wir sie schon. Die 7 der Münzen. Hier geht es nämlich um die Geduld. Ne? Das geht schon wieder gut los. Da sind wir mal gespannt. Das ist ja das, was wir lernen sollen, gell? Ja, zack. 3 Karten als Überschrift. Also wir haben die 7 der Münzen, wir haben die Hohe Priesterin und wir haben den Hierophanten. Also das ist ja der Hammer. Also die Überschrift sagt hier ganz klar, mit der 7 der Münzen, der Hohe Priesterin und dem Hierophanten. Ich habe hier im Übrigen den Rabentarot am Start, falls ich das eben noch nicht erwähnt habe. Und ihr findet auch immer meine verwendeten Kartendecks in der Infobox. Hier wird ganz klar mitgeteilt, ja, durch die von oben, ne? Also wisst schon, meine lichtvolle göttliche Führung, die da so durch mich durchspricht, sei hier noch geduldig und warte ab, deine Situation wird von oben geführt, und zwar vom Königspaar. Ne? Also mit Königspaar meine ich in dem Fall die Hohe Priesterin und den Hohepriester. Das sind nämlich die himmlischen Eltern. Ja, Königspaar. Warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Ich meine natürlich eigentlich von den himmlischen Eltern. Aber es ist mir so durchgegeben worden. Also, die 7 der Münzen, wollen wir die mal zerpflücken. Man sieht ja hier auf der Karte ganz deutlich einen kahlen Baum. Der trägt weder Blätter, Blüten noch Früchte. Wir haben aber hier ja, die Sonne am Himmel, ne? Die Sonne scheint, es sieht aber eher heiß aus. Ne? Also es sieht hier alles so verdörrt aus.
Hier fehlt ganz einfach die Fruchtbarkeit, hier fehlt der Regen, hier fehlt das Element Wasser und hier sitzt jemand und wartet schon lange, hat aber 7 Münzen gesammelt. Ne? Trotz der widrigen Umstände. Und die 7 der Münzen, das ist die Karte im Tarot, die von der Geduld berichtet, die von der Geduld erzählt. Und tja, das ist jetzt so eine Karte an der Schwelle, weil bei mir kommt gerade rein, willst du überhaupt diese Geduld noch aufbringen, hier weiter zu warten? Ne? Du sitzt hier in senkender Sonne, es gibt kein Wasser, ne? Du sitzt da mit deinem schwarzen Gefieder und die Sonne knallt dir auf dein Federkleid und schwarz zieht ja nochmal die Hitze an. Und du hast vielleicht auch einfach keine Lust mehr zu warten, würdest hier eigentlich lieber deine Flügel ausbreiten und wegfliegen. Ne? Tja, aber jetzt kommen ja dann hier die beiden Karten, die ich ja als Königspaar bezeichnet habe, warum auch immer. Das lassen wir einfach mal so stehen, vielleicht macht es für den einen oder anderen einen höheren Sinn. Wir haben die Hohepriesterin, die dich dazu auffordert, auf deine Intuition zu hören, intuitiv zu sein. Und wir haben das Pendant dazu, den Hierophanten. Ne? Und im Tarot werden eben die Hohepriesterin und der Hierophant als himmlische Eltern bezeichnet. Der Hierophant erzählt ja immer von Vertrauen und er sagt ganz klar, Gott sitzt am Ruder. Der sagt auch, die Situation wird von höherer Ebene her geführt. Ne? Also sei hier intuitiv, achte auf die Zeichen, die dir geschickt werden. Diese Situation wird von oben geführt. Und auch wenn du das Gefühl hast, du kannst hier nicht länger warten, weil hier gibt es nichts mehr zu ernten. Hier hast du vielleicht auch einfach schon getan, was du tun konntest, hast es geschafft, 7 Münzen zu sammeln, aber hier gibt es nichts mehr zu ernten, hier ist keine Fruchtbarkeit mehr, du hast hier einfach keine Lust mehr zu warten. Da sagen diese beiden, warte mal ab, ob da nicht noch Zeichen kommen, ne? Zeichen des Himmels und geh mal hier ins Vertrauen. Der Hierophant steht auch für die Energie der Hochzeit. Zerpflücken wir es mal und sagen Hochzeit. Das heißt, nach einem tiefen Tal kann hier auch wieder eine neue Hochzeit kommen. Ne? Hier sollst du Zeichen lesen lernen. Das ist ja mal spannend. Ne? Das Königspaar, da schau her. Interessant ist auch, dass hier die Hohepriesterin einen Brautschleier trägt, weil sie ist seine Braut. Ne? Hierophant und Hohepriesterin, wie gesagt, das sind die himmlischen Eltern. Okay, dann gucken wir mal, worum es hier eigentlich geht. Ne? Werfen wir mal einen Blick in die Kibbelkarten. Ja, 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 die liebe Geduld, ne? Die Patientia oder eben Patientia. Oh, ah, hier haben wir schon direkt ein paar Karten. Gut, so soll das sein, das ging jetzt ratzfatz. Ach jo, da schau her. Wir haben hier mit der 11 viel Geld gewinnen. Definitiv die Führung von oben, weil dafür steht die Zahl 11. Die steht dafür, dass die Situation von oben geführt wird, was jetzt natürlich der Hierophant und die Hohepriesterin bezeichnen. Ne? Also wir sind hier wieder ganz am Anfang. Mit den 7 der Münzen ist hier anscheinend noch nicht Hopfen und Malz verloren. Bleib hier noch geduldig. In Klammern, wenn du willst, wenn du überhaupt Lust darauf hast. Es ist niemandem zu verdenken, wenn er sagt, ey, ich habe aber keinen Bock mehr. Ich warte jetzt nicht mehr. Ne? Priesterin hin oder her, ich habe keine Lust mehr zu warten. Ne? Ich sitze im Zug. Ich sitze im Zug und der Zug, der fährt schon an. Ich bin dann mal weg. Ne? Hier kommt nämlich anscheinend über eine sehr überraschende Wende rein, was auch nochmal zu hohen Ehren kommen bezeichnet. Also die 11 erzählt davon, dass die Situation von oben geführt wird. Die 7 ist der geschenkte Sieg. Das heißt, hier wird sich von ganz alleine etwas entwickeln. Du musst nichts dazu tun. Der Sieg wird dir geschenkt, wobei doch ein bisschen was musst du schon dazu tun, weil die 7 hat eine kleine Bedingung, der geschenkte Sieg muss sich verdient werden und zwar verdienst du ihn, indem du in diesem Fall auf die Zeichen achtest, intuitiv bist und ins Vertrauen gehst und die Situation nach oben abgibst, Gott sitzt am Ruder oder gibst einfach unter die Flügel der Engel. Dann bekommst du den Sieg geschenkt. Und die Chance ist definitiv da. Wir haben nämlich 3 mal die 7. Die 3 ist immer die gute Chance.
Und die 21, die sich aus 3 mal der 7 ergibt, ist ein Joker, ne? Das heißt, viel Geld gewinnen. Hier kommt ein großer Glücksfall in deiner Situation auf dich zu. Es hat so ein bisschen was von so einem Goldregen, ne? Sagen muss man so. Und das bezeichnet eben die Karte viel Geld gewinnen. Das ist also in den Kipperkarten ja so der Joker, ne? Das ist wirklich der Joker, wenn die Karte fällt. Dann heißt das immer nur sehr positives Gutes, weil zu hohen Ehren kommen steht dafür, dass hier Schwierigkeiten überwunden werden und ja, dass man eben zu diesen hohen Ehren kommt. Also hier wird etwas erhöht, ne? Das ist eine Erhöhung, die Situation erhöht sich und die steht für die überraschende Wende eben ganz einfach auch. Oder nee, Quatsch, nicht für die überraschende Wende. Sondern dafür, jetzt habe ich eine kleine Wortfindungsstörung, genau, dass Schwierigkeiten überwunden werden, genau. Ich habe es aber eben schon gesagt. Die überraschende Wende, die bringe ich eher mit der 11 hier, mit dem viel Geld gewinnen in Verbindung und mit den 7 der Münzen. Also, dass hier wirklich noch nicht aller Tage Abend ist, sagen wir es mal so, auch wenn du vielleicht im Moment das Gefühl hast. Hier lohnt es sich wirklich, geduldig zu sein und intuitiv zu sein. Die Situation wird von der lichten Ebene aus geführt. Und hier wirst du Bauklötzchen staunen. Hier tut sich nämlich was und hier werden Schwierigkeiten überwunden, weil hier denkt schon jemand nach. Also jemand macht sich Gedanken. Und bei mir kommt rein, dass das dein Gegenüber ist. Das Wohnzimmer ist gefallen. Das heißt, derjenige oder diejenige, der sich da Gedanken macht oder die sich da Gedanken macht, ist dir möglicherweise schon sehr nah. Und diese Energie, dieser Glücksfall, ne, dieser Goldregen, der steht schon im Raum. Also das Wohnzimmer steht immer dafür, dass die Dinge im Raum stehen. Es kann auch sein, dass man darüber nachdenkt, sich mit dir vertraulich zu treffen, zum Beispiel in den eigenen vier Wänden. Auch das ist möglich, ne? Also hier wird nachgedacht. Und werfen wir mal einen Blick in die Lennys. Da hätte ich mal gerne ein paar Lenny-Karten. Also ich habe hier den Celtic Le Normand oder das Celtic Le Normand Deck und habe hier noch die Kipperkarten von Ciro Marchetti, ne? So, wollen wir mal gucken. Was sagen denn die Lennys noch dazu, jetzt ergänzend, ne? Also das ist ja echt hier, das ist ja ein guter Ausgang der Dinge, würde ich mal sagen, ne? Aber ich sage euch eins, so eine Wende kommt immer dann rein, wenn man wirklich schon am Absprung ist. Und für viele, wie soll ich das jetzt sagen, für viele, die da dann doch noch in die Pötte kommen, könnte es zu spät sein. Weil wenn jemand in seinem Prozess an diesem Punkt angekommen ist, also dass man wirklich hier in der Position ist, wirklich zu verdursten. Das ist ja wie, wenn man in einem kleinen Boot auf dem Meer daher treibt und man ist umgeben von Wasser, aber man muss verdursten. Ne? Und wenn dann Land in Sicht ist, da bleibt eigentlich keiner freiwillig auf seinem kleinen Kutter zurück. Ne? Und das kann ich aber wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn da jemand nicht in die Pötte kommt, das hatte ich mal erlebt in einer persönlichen Situation im Leben, da war ich dann sowas von durch, dass ich da einfach überhaupt kein Interesse mehr hatte. Und das ist dann auch das Ende des Prozesses. Also man hat dann kein Interesse mehr an über irgendwas zu reden oder irgendwas zu klären oder da irgendwie in irgendeiner Art und Weise überhaupt noch Zeit zu investieren. Da ist einem alles andere wichtiger. Ne? Wie heißt es so schön? Da ist einem sogar wichtiger, keine Ahnung. Da ist es einem wichtiger, die Fenster zu putzen oder Straße zu kehren oder, ihr wisst, was ich meine. Das ist alles dann wichtiger. Und das bedeutet dann wirklich Game Over. Ne? Also wer an dem Punkt natürlich ist, da ist dann auch nichts mehr zu machen. Vielleicht ist der oder die ein oder andere in ihrem Prozess so weit, ne, dass man wirklich sagt, ich habe hier wirklich lange genug jetzt gewartet und war geduldig und war immer wieder verständnisvoll und ich bin es jetzt echt auch leid. Ne? Andere wiederum haben vielleicht noch die Kraft
Und für die fühlt sich's richtig an, ne? Und für die ist vielleicht dann diese Legung auch wirklich ein guter Hinweis, zu wissen, man darf hier wirklich intuitiv sein. Es wird hier Zeichen geben, die man lesen kann. Und man darf hier ins Vertrauen gehen, weil hier wird eine Wende reinkommen, ne? So, da bitte ich jetzt mal inständig um ein paar Lenny-Karten. Ich bitte die lichte geistige Welt, mir so ein paar Kärtchen hier durchzuzwiebeln. Ich würde mal sagen, so 4, 5 Stück. Das erste. Ah ja. Danke. Oh, Meister Reinecke ist gefallen. Eieiei. So, Gudi. Müssen wir das Ganze hier erstmal sortieren. So war es gewesen. Der Fuchs an dritter Stelle. So, da wollen wir mal gucken. Ach ja, da liegst du. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist ja lustig. Also, wir haben hier erstmal den Sarg, ne? Der Sarg steht ja grundsätzlich für ein Ende erstmal in den Lennys. Wir dürfen es nicht verwechseln mit dem mit dem Tod im Tarot. Der Tod im Tarot steht ja immer für Transformationsprozesse. Der Sarg in den Lennys steht aber auch dafür, dass etwas zu Ende geht. Und zwar bist dann direkt du gefallen als weibliche Hauptperson. Die weibliche Hauptpersonenkarte ist für mich immer die Personenkarte schlechthin, egal ob du als Zuschauer männlich oder weiblich bist, ne? Also auch wenn du jetzt männlich bist, ist das deine Person. Das heißt, für dich ist hier vielleicht das ganze Galama hier inzwischen beendet, weil du hast hier keinen Bock mehr zu warten. So, jetzt sagt hier aber die lichte geistige Welt, hier sei mal intuitiv, ne? Lass dich führen, weil vertrau mal hier. Situation wird von oben geführt und auch wenn du nicht mehr damit rechnest, hier tut sich was, ne? Hier fällt dir was in den Schoß, hier werden Schwierigkeiten überwunden, jemand denkt nach, ne? Er hier, jemand denkt nach und ist schon ganz, ganz nah. Der steht schon im Raum, ne? Und auch diese ganze Energie steht im Raum. Also hier ist ein Entscheidepunkt. Ihr kennt doch alle das Bild, das ist so ein Comic, der ist so dargestellt, jemand meißelt sich durch so einen Berg und hat sich schon ewig lang gemeißelt und meißelt und meißelt und meißelt und will aufgeben und hat keinen Bock mehr. Und dann ist er noch so um Haaresbreite vor dem Durchbruch entfernt und kommt auf so eine riesengroße Schatzkammer. Und sinngemäß bedeutet das ja, was du heute aufgibst, das hättest du morgen erreichen können. Ne? Und das sagt im Prinzip jetzt hier die obere Legung aus. In der unteren Reihe sind wir jetzt so bei dir. Ne? Also für dich ist hier etwas beendet erstmal. Das bedeutet aber, nach jedem Ende ist ja ein neuer Anfang möglich. Und da bin ich mal gespannt, was du machst, weil hier ist der Fuchs gefallen, du bist natürlich misstrauisch. Jetzt haben wir hier wieder alles spiegelverkehrt. Moment. Das muss ich gleich so machen, dass das hier richtig rum ist. So ist es richtig rum. Also du bist hier misstrauisch, ne? Weißt nicht, was du von all dem halten solltest. Eigentlich wolltest du einen Strich drunter machen, wolltest da jetzt eigentlich sagen, nee, hier ist hier alles verbrannte Erde, hier wächst nichts mehr, ne? Du bist misstrauisch jetzt, vielleicht auch aufgrund der Karten, ne, die da sagen oder die da sehr vielversprechend sind und weißt es noch nicht. So, und dann haben wir hier zwei weitere Karten und zwar die Hühner. Ne, im Celtic-Lenormand sind es die Hühner. Und was machen Hühner? Die gackern. Ne? Hühner sind aufgescheucht und nervös möglicherweise. Hühner haben auch so eine ziemlich weibliche Energie, ne? Dieses Bock, ne? Und dann fliegen die Federn und dann ist da ein riesen Gezeter und da kommt so eine Energie rein, die dich jetzt aufmischt, ne? Sagen wir es mal so, weil es sieht hier so aus, als ob du eigentlich damit abgeschlossen hast mit der ganzen Situation. Du bist auch misstrauisch. Ha, soll ich hier noch warten? Ist das nicht verschenkte Zeit, verschenkte Lebenszeit etc. pp. Und dann kommt hier so eine Energie rein, die mischt dich so richtig auf. Und wir haben hier das Kind. Das Kind steht ja für einen Neuanfang, ne? Für Wachstum in kleinen Schritten, für einen Prozess, der ja in kleinen Schritten vorwärts geht, auch für einen Prozess, der erst ganz am Anfang steht.
Und für den oder die ein oder andere kann es natürlich auch um Kinder gehen, die in die Situation involviert sind, ne? In Verbindung mit den Hühnern würde ich schon fast sagen, wenn es jetzt bei jemandem um Kinder geht, dass da so eine aufgeregte Stimmung oder ja, eine Energie reinkommt, ja, die dich aufscheucht, wegen eines Kindes betreffend, ne? Das gilt aber wirklich nur für so einen Personenkreis. Grundsätzlich steht es für Neuanfang das Kind. Und die Hühner, die mischen halt so richtig die Situation auf, ne? Die machen Aufregung und die machen Hektik und das könnten rein theoretisch auch drei Frauen sein, ne? Also das müssen wir mal ganz klar so sagen. Drei Frauen könnten es sein, die sich ja munter über ein Thema auslassen, ne? Also wer jetzt weiblich ist, weiß, wovon ich rede. Das ist so eine ziemlich weibliche Energie. Ja, sehr spannend. Also das reicht mir aber gerade noch nicht. Ich hätte hier gerade gerne noch eine Karte. Weil wir haben ja jetzt hier den Neuanfang. Ja, und dann? Und dann? Also wie geht es denn dann weiter? Ne? Weil du bist ja misstrauisch. Also eigentlich hast du hier den Deckel zugemacht. Ne? Hast die Situation weggesagt. Gut, nehmen wir die erstmal. Oh, da haben wir die Schlange und den Schlüssel. So. Die Schlange, auf die brauche ich gleich noch eine Klärungskarte. Das ist mir hier noch zu undurchsichtig. Was hat es mit der Schlange auf sich? Das dahinkleidende Reptil, ne? Wisst ja, die musste jetzt noch fallen. Ne? Deswegen bist du misstrauisch. Möglicherweise gibt es hier eine Schlange, die dir ganz einfach sagt, drei sind einer zu viel, ich streiche die Segel. Mit Sicherheit ist es auch so, dass deine Situation vielleicht sehr verworren ist, sich in die Länge zieht und ein langer Weg ist. Ne? Jetzt haben wir hier nochmal den Neuanfang. Also, das ist echt krass. Also, in diesem Deck ist das Kind zweimal. Und wir haben jetzt beide Kinder, die hier gefallen sind. Also, pass auf. Ich rekapituliere. Ich fasse jetzt mal das ganze Blatt zusammen. Du hast hier Leid. Du bist's leid. Du hast die Nase voll. Dein Fässchen ist voll. Und du hast auch keine Lust mehr, in diesem kahlen Baum unter dieser senkenden Sonne zu sitzen mit deinem schwarzen Federkleid. Hier ist keine Fruchtbarkeit, hier fehlt der Ausgleich, hier fehlt nämlich der heilsame Regen. Und eigentlich willst du gern diesen toten Ort verlassen, auch wenn du da sieben Münzen schon geerntet hast. Die sieben Münzen stehen für das, was du schon alles gemeistert hast. Ne? Aber jetzt reicht's, hast keinen Bock mehr. Willst eigentlich gerade sagen, tschüss, ich bin dann mal weg. So, jetzt sagen hier zwei Kräfte, die ich warum auch immer als Königspaar bezeichnet habe. Hey, Moment mal, hier gibt es aber Zeichen. Hör hier auf deine innere Stimme. Sei intuitiv. Die Hohepriesterin ist ja auch sehr gefühlvoll, ne? Hör auf deine innere Stimme. Sei intuitiv. Willst du wirklich die Situation verlassen? Hinterfrage dich. Vertraue, ne? Das sagt der Hierophant. Du kannst und du darfst in dieser Situation vertrauen. Ob du es machst, das liegt natürlich bei dir. Diese Situation wird von den himmlischen Kräften geführt. Lass dich führen. Ne? Gib dich der Führung hin, weil hier wird es einen Goldregen geben. Einer, mit dem du gar nicht mehr rechnest. Auch hier die 11, die Führung von oben. Die 3 als gute Chance, dreimal die 7, der geschenkte Sieg. Wenn du dir verdienst, verdienen tust du dir den geschenkten Sieg, indem du diesen Rat annimmst, intuitiv bist, dich führen lässt und ins Vertrauen gehst, ja, das ergibt die 21, das ist der Joker. Die ganze Karte, viel Geld gewinnen, steht im Kipperdeck als Joker. Ne? Hier rasselt die Kasse, kann man quasi so sagen, auf allen Ebenen. Ne? Hier werden Schwierigkeiten überwunden, weil jemand denkt nach, jemand macht sich Gedanken und diese Energie der positiven Wende im Prinzip, die steht schon im Raum.
Es kann auch sein, dass jemand darüber nachdenkt, sich mit dir in den eigenen vier Wänden oder in einem gesicherten, geschützten Raum, wo man einfach vielleicht mal unter vier Augen sich quatschen kann, ausquatschen kann. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Also hier denkt jemand nach, ob er dich vielleicht treffen möchte. Oder jemand ist hier vielleicht auch energetisch sehr nah bei dir. Okay. So, jetzt liegst du hier unten. Ganz klare Sache. Für dich war das Ganze eigentlich möglicherweise erledigt oder fast erledigt. Also das hängt hier am seidenen Faden. Eigentlich würdest du hier gern den Deckel zumachen, ne, der Sarg. Und du bist hier halt auch einfach misstrauisch und hast hier einfach auch schon viel gehört und gesehen. Manchmal waren es sehr, sehr große Worte und dafür sehr, sehr kleine Taten nur oder auch gar keine Taten. Und du bist hier einfach misstrauisch, also du bist hier das Gegenteil vom Vertrauen, wirst aber jetzt durch die Tarotkarten aufgefordert, ins Vertrauen zu gehen. Im Prinzip sagen die dir, hey, verlass mal die Situation und komm da wieder raus. Ne? Und wir haben hier einen spektakulären Neuanfang, spektakulär deshalb, weil wir hier die schwatzhaften Hühner haben. Also hier kommt eine neue Energie rein, hier ist Wachstum möglich in deiner Situation. Die ganze Situation steckt noch in den Kinderschuhen, auch wenn du das Gefühl hast, es sind die zertanzten Schuhe, soll ich gerade sagen. Und durch die Hühner kommt hier, also wird hier aufgemischt, ne? Kommt hier jetzt eine neue Energie rein. Das können auch weibliche Energien sein, die Energien von Freundinnen, die darüber zetern. Ne? Bock, 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 ne? Sag ich nur. So. Warum ist denn das ganze Drama da? Weil es hier eine störende Frequenz gibt. Hier gibt es eine Energie, die immer wieder reinkrätscht, die deine Angelegenheit vergiftet, die diese Beziehung vergiftet, die diese Situation vergiftet, die diese Situation vielleicht auch bindet, indem sie sich da rumschlingt und unfrei macht. Ihr kennt ja alle, wenn so eine Schlange sich so irgendwo drum rumlegt und dann zieht die sich eng, weil so erwürgt die ja auch manchmal ihre Beute. Ne? Und die ganze Situation ist hier ein Prozess, der sich schon unsagbar in die Länge zieht, ne? Wofür eben auch die Karte der Geduld steht. Und die Schlange steht ja auch für den Kaugummi-Prozess, aber eben auch noch für eine dritte Energie, die hier einfach, ja, dir die Parade versaut, immer wieder, ne? Sagen wir es mal so. Mit Sicherheit ist das Ganze so, ne? Also dass hier immer wieder diese Verwicklungen sind. Diese Energie ist auch der Grund deines Misstrauens, ne? Und du hast ganz einfach auch die Einstellung, drei sind einer zu viel, ich bin dann mal weg und ich habe auch keinen Bock mehr da drauf. Ja, und was fällt als letzte Karte? Wieder das Kind. Als ob die Karten abschließend nochmal sagen, Neuanfang. Ne? Es kann hier auch um Kinder gehen. Es kann sogar aber auch sein, dass die Schlange die Kinder hat. Das ist vielleicht für den einen oder anderen punktuell gesehen ein wichtiger Hinweis. Die untere Karte im Tarot, das Ass der Schwerter. Mit dem Ass der Schwerter kommt hier die Riesenchance, etwas aufzuklären. Die Asse stehen immer für Chancen, die ergriffen werden wollen. Geht man an einer Chance vorbei, hat man sie gehabt. Dann ist die Chance weg. Aber hier kann die Chance ergriffen werden, zu klären. Hier kann sich etwas klären und ich soll gerade sagen, das Schwert schlägt der Schlange den Kopf ab. Ich gebe es einfach mal so durch, wie es mir reinkommt. Ne? Untere Kipperkarte. Die Situation ist im Mangel und so wie die Karten hier liegen, soll sich das verändern, weil der Mangel ist im Allgemeinen da. Deswegen willst du ja auch raus aus der Situation. Und wie ist das immer so schön? Wenn einer loslässt, hält dann der andere fest. Ne? Also diese Mangel, die Situation, die nächste Karte ist hier sogar der Diebstahl. Das würde auch bedeuten, der Mangel geht raus. Ne? Also der Mangel wird hier genommen. Ne? Sagen wir es mal so. Die nächste Karte wäre jetzt das Liebesglück. Maybe, wir lassen es mal so stehen. Oh, und dann fällst du. Ne? Dann fällst du als Hauptperson mit der Entscheidung und der Veränderung.
die quatschen gerade. Also die Karten quatschen hier gerade total mit mir. Es sieht hier so aus, das muss ich jetzt gerade noch schaffen. Wenn du dich hier entscheidest, noch weiterhin geduldig zu sein, die Situation nach oben abzugeben, die Zeichen zu lesen und dich führen zu lassen, dann sieht es so aus, als ob dieser Mangel in den Verlust geht in der Situation. Und wo ist jetzt das Liebesglück? Genau, es kann dann in die glückliche Liebe gehen. Du wirst vielleicht dein Liebesglück finden. Und zwar, indem du eine Entscheidung triffst. Und die Entscheidung ist natürlich, ob du das Ganze hier überhaupt noch willst. Und dann kann die Veränderung herbeigeführt werden. Also es ist ja sehr spannend. Und die untere Lenny-Karte, da haben wir noch den Hund. Und der Hund steht für Treue, Loyalität, für Freundschaft. Entweder stehen dir gute Freunde zur Seite oder du bist treu und loyal oder eben die Person, um die es dir geht, ist treu und loyal, auch wenn du dir das im Moment nicht vorstellen kannst. Ja? Vielleicht denkt sie auch genau darüber nach, dass sie es sein sollte. Und dass diese Person eben für sich erstmal klarkommen muss, wo sie überhaupt hingehört und wo ihr Herz ist. Ja, sehr spannende Legung. Einfach mal so quer ins Gemüsebeet. Ne? Ich hoffe, ich konnte dir viel Gutes damit tun, dem ein oder anderen da ein Schrittchen weiterhelfen im Prozess oder ein Zeichen setzen. Und freue mich über liebe Kommentare. Und wer mir die Ehre erweisen möchte, der schenkt Jonandachen sein Abo. Ne? Ansonsten, heute ist nicht aller Tage. Wir sehen uns wieder, keine Frage. Dicken Kuss, bye bye, ciao, ciao, euer Jonanda TV.